Aber zusätzlich zu den über 1 Million Flüchtlingen aus der Ukraine, die wir in Deutschland schon aufgenommen haben, kommen seit dem Herbst des letzten Jahres vermehrt Flüchtlinge und Asylbewerber aus Syrien, aus dem Irak, aus Afghanistan und aus weiteren Ländern des Mittleren und Nahen Ostens. In vielen Landkreisen, Städten und Gemeinden unseres Landes sind die Aufnahmekapazitäten aber mittlerweile erschöpft. Und wenn selbst Bürgermeister aus Gemeinden, Städten und Landkreisen, die der Grünen Partei angehören, jetzt lautstark um Hilfe rufen, dann können Sie, Herr Bundeskanzler, nicht darauf verweisen, dass die Bundesinnenministerin jetzt ein zweites Mal einen Flüchtlingsgipfel einberuft. Der erste war schon erfolgreich und Sie, Frau Faeser, sind mit Ihrem Kopf offensichtlich schon mehr in Wiesbaden als in Berlin unterwegs. Das ist eine Aufgabe, Herr Bundeskanzler. Nein, das ist, ja, das mögen Sie nicht gerne hören, aber es ist so.